Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Evakuierung läuft. Entschärfung wird heute Abend sein. Am Donnerstag, 9.05.2019, wurde am alten Güterbahnhof in Freiburg eine Fliegerbombe gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort im Einsatz. Eine Entschärfung wird im Laufe des Abends stattfinden. Momentan sind die Bombenexperten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst noch dabei, die Lage abzuschätzen. Laut ersten Polizeimeldungen ist die gefundene Bombe ca. 60 Kilo schwer. Der Fundort und 300 Meter um die Fundstelle wurden abgesperrt. Polizei und Einsatzkräfte evakuieren bereits die ersten Häuser. Betroffen sind um die 800 Bewohner. Erst wenn die Letzten ihre Wohnungen verlassen haben, können die Profis mit der Entschärfung beginnen. Zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger bittet die Polizei, den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, sollten Sie das Gebiet umfahren. Wir berichten bei weiteren Informationen weiter.